Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich merke da auf einmal die große Liebe für die Kinder- und Jugendmedizin. Schön, sehr gut, das freut mich. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ein bisschen Vertrauen in unsere Minister sollen wir auf jeden Fall schon einmal haben. Hier ist eine klare Ankündigung gemacht worden, dass man hier kurzfristig für 2 Jahre mit 300 Millionen pro Jahr hier das Thema Fallpauschalen und dergleichen und auch die Vorhaltekosten und alles bezahlen wird. Das ist generell richtig, das ist notwendig, überfällig und deshalb werden wir das jetzt machen und ich glaube, dass wir das als Union auch unterstützen. Genauso richtig finde ich aber auch, dass hier von der Linken dieses Thema ins Plenum zurückgebracht wird. Deshalb diskutieren wir es hier. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, meine Kollegin Zöllner hat das jetzt vorher schon angesprochen und ich war bei diesen Gesprächen dabei. Bitte erlauben Sie mir diese Ausführung. Es stört mich, dass sich hier Leute hier vorne hinstellen und so tun, wie wären sie die letzten Jahre nicht dabei gewesen. Wir waren in der Großen Koalition dort gesessen und wir haben das Thema generalistische Ausbildung diskutiert. Und es war eine klare Haltung der Union, dass wir gesagt haben, wir wollen hier einen funktionierenden Beruf nicht in die Generalistik implementieren, weil wir der Meinung sind, das läuft. Und es waren damals für die Kinder- und Jugendpflege hatten wir 9 Bewerbungen für eine Stelle. Heute bringen wir die Stelle nicht mehr voll. Und jetzt sich hinzustellen und so zu tun, wie die SPD sich da einen schlanken Fuß macht, kann ich nur sagen, das ist inhaltlich falsch und das ist verlogen, meine sehr geehrten Damen und Herren. So. Und da wir auch ein Teil von diesem Fehler sind, weil wir uns nicht durchsetzen konnten, kann ich nur sagen, dass wir endlich hier dieses Thema generalistische Ausbildung und somit auch die Herauslösung wieder von der Kinder- und Jugendpflege ins Parlament holen wollen. Man kann einen Fehler machen, aber wenn man sieht, dass es falsch ist und dass es ein Fehler ist, muss man es korrigieren. Und das ist meine herzliche Bitte. Es interessiert mich nicht, ob das die Länder wollen. Wir müssen hier herinnen entscheiden und das Richtige tun. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen nur sagen, das eigentliche Problem ist nicht die hohe Anzahl der kranken Kinder, sondern das eklatante Problem ist der Mangel an Personal. Und deshalb müssen wir Betten sperren, deshalb können wir die Kinder nicht versorgen. Und dass das natürlich in so einer Situation ankommt und dass die Eltern Angst haben, das ist doch vollkommen normal. Wir müssen praxisnah handeln, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das ist notwendig. Und ich möchte auch noch etwas anbringen, dass wir auch beim Thema Geburt dieses Wissen, das wir hier generieren könnten, und wir haben ja die ganzen Untersuchungen und alles, was dazugehört. Ich stelle mir schon die Frage, warum wir in Deutschland die Situation haben, dass wir einfach hier bei der Erstuntersuchung und in diesem ganzen langen Prozess an die 30 Krankheiten abklären können, andere Länder teilweise 70 und 80 Krankheiten und in Asien zum Beispiel aus dem Abfallprodukt einer Geburt der Nabelschnur Wissen generiert wird von teilweise 1000 bis 1200 Erkrankungen. Warum machen wir das nicht? Und dann heißt es immer wieder, ja, das ist der Datenschutz. Ich bin ein Fan vom Datenschutz, aber wenn der Datenschutz bessere Versorgung verhindert, dann ist das nicht in Ordnung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und da müssen wir ran. Und ich glaube auch, dass diese Reform, dass uns die schon nach vorne bringen kann. Und ich glaube auch, dass wir als Union, und das ist ein Angebot, Herr Minister, dass wir hier bereit sind, mitzuarbeiten. Und dass wir bereit sind, unsere Dinge auch dementsprechend so zu formulieren, dass wir hier wieder eine Stabilität reinbekommen. Das ist doch notwendig. Und wenn ich hier höre, ja, die Länder wollen und die Länder doch, kann ich nur sagen, es muss ein Zusammenarbeiten zwischen Bund und Land sein. Und wir werden diese Situation nur verbessern, wenn wir hergehen und wenn wir das gemeinsam machen. Letzter Punkt, damit man auch ein Beispiel hat. Bei der Blutabnahme. Bei einem Erwachsenen dauert das Ganze ein paar Minuten. Hier kommt eine Fachkraft her, macht es und alles ist gut.
bei dem Kind braucht man halt einfach länger. Und deshalb ist es natürlich so, dass häufig auch ein Elternteil dabei ist, dass das Kind Angst hat, dass es weint. Und da dauert es halt dann einmal vielleicht auch eine Zeit von 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Tatsache ist aber, dass man bei der Abrechnung hier keinen Cent mehr bekommt. Und deshalb muss man das Thema der Fallpauschalen schon natürlich diskutieren. Und diese Diskussion müssen wir anfangen. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier nicht einfach Tabula rasa machen und sagen, Fallpauschalen weg, alles ein Schmarrn, jetzt ein Spitzabrechnung. Nein, man muss klug handeln, man muss vielleicht auch ein Mischsystem machen. Und wir müssen hier ins Gelingen verliebt sein. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist für die FDP-Fraktion Nicole Westig.